Hallo und herzlich willkommen bei Aquadozo. Das ist der Philippe. Das bin ich. Ich bin der Nils. Ja, ist er auch. Wir zeigen euch heute das Eheim Proxima. Und zwar in dem Fall Proxima Tech. Aber Proxima und Proxima Tech ist nicht so weit voneinander entfernt. Den Unterschied zeigen wir euch gleich. Was für ein Modell haben wir hier? Das 250 in der Farbe Urban. Mmh. 250 heißt gleichzeitig auch das Volumen, 250 Liter. Ja. Auf einen Meter mal 50 mal 50. Genau. Es gibt drei Größen. Ein 175er, 250er, 325er. 70 Meter, Meter 30. Genau. Immer 50 hoch, immer 50 tief. Der Glaskörper. Ja. Farben? Eiche, Urban und Weiß. Das sind die Farben, die verfügbar sind und die Dekore. Ihr habt immer charakteristisch hier diese gebürstete Metalloptik. Da und da. Zu erwähnen, das ist tatsächlich Metall, was drüber gezogen worden ist. Ganz, ganz fein und dünn. Sieht auch sehr edel aus, muss ich sagen. Kann man jetzt vielleicht nicht vergleichen mit dem wirklich dicken Material, wie es jetzt Oase verwendet. Ist auch eine andere Preisliga. Ja, aber ja, ja. Für die Geschichte hier, muss ich sagen, kommt das optisch schon echt gut rüber. Muss ich sagen, gefällt mir. Die Abdeckung. Hey, ruhig, ruhig. Ist nicht festgeklebt? Nein. Ja, also ihr könnt hier runternehmen? Muss auch nicht, weil tatsächlich die Dinger auch als Poolaquaren genutzt werden können. Mhm. Das heißt, die Abdeckung hat eine innenliegende Abtropfkante. Verkleben geht aber auch. Ja. Müsst ihr euch dann nur sagen, überlegen, ne? Wer sich ewig bindet. Ja? Bieten wir auch als Service an. Sieht so aus. Ja, was haben wir? Wir haben hinten hier zwei Öffnungen. Da könnt ihr Verkabelungen, Schläuche und Co. durchführen. Da könnt ihr dann einen Filter anschließen. Klassisch genau. Außenfilter. Der hier bei dem Tech dabei ist. Das ist der Unterschied zwischen Proxima und Proxima Tech. Bei Tech ist immer Heizung und Filter in passender Größe dabei. Also beim kleinen Proxima Tech, bei dem 175er, haben wir einen 250er EM Experience dabei und die E150 Watt Heizung. Mhm. Bei dem ist es auch die E150 Watt Heizung, aber ein Experience 350. Ja, genau. Und bei dem großen Proxima Tech, bei dem 325er, ist es der E200 Heizer von EM und auch wieder der 350er Experience. 250er kann man sagen, ist schon so das Brot- und Buttergeschäft. Ja. Das geht am meisten. Ist eine sehr stimmige Kombi. Wollte gerade sagen, ja. Abdeckung ist eine Profilabdeckung. Ja, genau. Besonderheit bei denen hier ist im Vergleich zur Vivaline-Serie, dass man schon wie beim Inspiria. Genau, die Glasscheiben oben drauf hat, anstatt diese Kunststoffplatten, genau. Sehr, sehr edel, mit eingefräster Mulde zum Aufschieben. Ablüftung. Lüftungsloch, genau. Genau. Hat aber auch seinen Nachteil. Ja, also. Nicht wirklich kratzfest, also ich würde da nicht unbedingt Sachen draufstellen, die das Zermacken zerkratzen könnten. Putztücher, seid euch sicher, dass die frisch gewaschen sind. Nichts mit irgendwelchen groben Staubkörnern oder fein Sahara-Sand, wenn dann wieder irgendwie ne, die Zeit ist, genau. Wo dann ne, der Sahara-Staub nach Deutschland zieht, weil das merkt ihr ganz schnell. Ja? Ja, definitiv. Ansonsten Stabilität, gut. Also katzensicher würde ich sagen. Ja, also solange es jetzt kein Garfield ist, aber ansonsten, also ich sollte mich nicht draufsetzen. Aber sonst ja, normale Katzen sollte das reichen, Kater. lässt sich sehr gut aufschieben, finde ich. Finde ich auch. Ja, das ist sehr gelungen. Ja, die Beleuchtung, ne? Da muss ich mal zweimal jetzt schnauf doch nicht. Die ist vollkommen okay. Die ist zwar ein bisschen schwach auf der Brust, aber für so ein Standard-Aquarium, wenn man ein schönes Barsch-Aquarium machen möchte. Ja, für ein Barsch-Aquarium ein Krypto-Aquarium würde auch noch funktionieren. Aber maximal. Ja, maximal. Ich habe da mal was vorbereitet. Och. Aha, mein schlauer Zettel. Also nur mal vielleicht, by the way, das hier, das 250er. Hier sind verbaut zwei Classic-LEDs von EHA. Immer in der Farbe Daylight, also immer die Beleuchtung, die drauf sitzt, sind immer zwei LEDs und immer die Farbe Daylight, das ist die hellere Variante dort. Die Lampen jetzt hier, die hier drauf sitzen, die haben 2x13,5 Watt, das ist ja wirklich nicht viel. Stromtechnisch, nein. Ne? Also für ein Barschbecken auch alles super. Also Lumen haben die auch nicht viel. Disco-Aquarium wahrscheinlich auch. Ja, klar. Das ist jetzt natürlich zu klein von der Fläche her, aber ich meine vom Lichtanspruch her. Aber wir haben hier insgesamt 2840 Lumen. Wenn man das runterbricht, habe ich ausgerechnet, liegen wir gerade mal bei knapp 11 Lumen pro Liter. Das ist schon mager. Bei dem noch kleineren Becken wären es dann 10,4 Lumen pro Liter. Und bei dem ganz großen sind es 10,7 Lumen pro Liter. Das ist schon haarig, wenn es dann irgendwie mal in den Bereich Pflanzenanspruch geht. Also das muss man auch klar einfach sagen und wissen. Man muss aber auch erwähnen, dass Beleuchtung auch viel vom Preis ausmacht bei so einer Kombination. Das Licht ist teilweise mich das teuerste an so einer Geschichte. Die Variante als Nicht-Tech, die wird so im Bereich 650, 700 Euro grob liegen. Kann auch vielleicht ein Tick teurer sein, je nachdem, wo ihr das kauft. Das Tech wird sicherlich gute 100 Euro teurer sein, würde ich schätzen.
Die Lampen aber, wie der Philippe schon sagt, da geht eine Menge Geld rein und es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Classic-LED verbaue oder eine Power-LED. Hey, nicht jeder will ein Aquascape machen. Das ist richtig, ne? Genau. Und wenn jetzt der Hersteller jetzt hergehen würde, für jeden Anspruch eine Kombi machen würde, dann müssten wir nochmal einen Laden mehr haben, nur für Kombis. Genau, wenn man es fair sagen möchte, wäre eigentlich es sonst so, dass man da gar keine Technik reinmacht, auch keine Beleuchtung und ihr macht es so, wie ihr es wollt. Der Hersteller möchte euch aber etwas an die Hand geben und dann wird eher nach dem Credo gearbeitet, dass man sagt, Upgrade, wer es braucht und für alle anderen passt es, ist ja sinnvoller und ressourcenschonender, als wenn man sagt, volles Ballett und dann sagen vielleicht 50% der Kunden, naja, ich brauche doch gar nicht so viel, was soll ich mit der starken Lampe, müssen die wieder verkaufen, sich dann die kleinen holen, dann ist natürlich der Weg so rum besser, aber darauf hingewiesen werden, ja, das wollten wir schon, denn viele kaufen dann sowas und wollen vielleicht doch eben Pflanzenaquarium machen und denken sich, ich habe jetzt doch schon so ein Mittelklasse-Aquarium gekauft vom Hersteller, ja, und warum klappt das nicht mit den Pflanzen? Und ganz ehrlich, ein Spiria, da ist auch die Power LED Plus drauf und irgendwo muss ja auch ein Unterschied herkommen. Ja, das kostet ja mal locker das Doppelte im gleichen Volumenbereich. Ich habe hier mir mal den Spaß gemacht für das kleinere, also eine Nummer kleiner, wo ich ja sagte 10,4 Lumen Abwehr quasi pro Liter. Wenn man die rausschmeißen würde und macht zwei Power LED Plus rein in der Farbe Fresh oder Daylight, ne, dann kommen wir dann schon immerhin auf fast 30 Lumen pro Liter, also fast die dreifache Menge und das wäre dann ja schon in Ordnung. Da kann man echt viel mitmachen. Und das vielleicht beantwortet auch die Frage, passen hier die Power LED Plus rein? Natürlich passen die da rein. Yes! Ja. Passen auch andere LEDs rein, aber die vom Hersteller passen auf jeden Fall. Es passt sehr, sehr viel da rein. Das 175er Proxima. Ja. Kommt immer wieder die Frage rein, ja, wie ist die Glasstärke denn? Die Leute sind immer so skeptisch, ob das denn reicht. Hersteller in dieser Größenordnung, da könnt ihr euch sicher sein. Ja, wollte gerade sagen. Machen keine Kompromisse, wir möchten keine Wasserschäden regulieren. Ja. 8 mm hat das kleine Aquarium, das reicht auch aus. Das Glas ist auch gut verarbeitet, hat auch einen guten Schutzschliff. Ja, also auch wieder so wie bei Juwel und Co. Da muss man erwähnen, das ist schon echt pervers geil gemacht. Ja, also die sind alle poliert, die Kanten, die sind alle geschliffen, abgezogen, super, also verarbeitungsmäßig. Genau. Schwierig jemanden zu finden, der genauso gut arbeitet. In der Preisklasse. Das in der Preisklasse. Also man kann es nie mit einem ADA oder so vergleichen. Nein, das definitiv. Kann auch mal sein, dass irgendwo mal ein Silikonrest ist, den man entfernt von der Produktion, gerade jetzt momentan, wo die Produktionszahlen so steil gehen bei den Herstellern und die wirklich da auf Akkord arbeiten. Das ist übrigens ein ganz, ganz frisches, ne? Also momentan echt schwierig zu kriegen. Ich glaube, das ist produziert worden im März, haben wir gesehen. Ja, das ist nicht. Zeigen wir euch aber auch gleich nochmal. Das 250er hat übrigens noch eine Besonderheit bei der Glasstärke, nämlich die Seiten sind nur 8 mm, Front und der Rest sind 10 mm. Ja, da wo die meiste Spannung halt drauf ist. Ne? Genau. Der Hersteller baut das, was nötig ist und das reicht, aber er macht jetzt nicht nur luxuriös noch mehr Glasstärke rein. Er hätte ja auch die Seiten in 10 mm bauen können, aber die Masse macht es, er muss ja auch Geld verdienen. Macht unnötig teuer. Absolut. Und spart auch so Gewicht. Ja. Das größere, das 325er, das hat dann 12er Glas. Das ist dann schon eine Ansage, auch vom Tragen her, macht dann nicht mehr so viel Spaß, aber ist dann für die Ewigkeit gemacht. So, was ist mit der Kieselblende, Philippe? Ist die lose oder ist sie fest? Die ist tatsächlich lose, da wird das Aquarium im Grunde reingestellt. Ich glaube nicht, ich glaube, die ist fest. Nein, was erzählst du denn da? Nein. Ich sehe da unten den Silikonkleber, wie er drauf klebt. Pass mal auf, Kollege. Hast du das aufgebaut oder ich? Ich sehe wirklich den Silikonkleber, wie er in der Blende klebt. Hallo, der ist drin. Das habe ich doch gesagt, du musst auch mal zuhören. Ihr braucht keine Unterlichtmatte. Auch die Frage kommt immer und immer wieder. Keine Unterlichtmatte. Weil es da drin steht. Weil es da drin steht. Genau. Das schützt das Glas. Und die tragenden Elemente stehen fest. Ihr braucht keine Sorge haben. Macht ihr eine Matte darunter, kann es passieren, dass das Gewicht des Glases sich flächig auf die Matte drückt. Klingt erstmal gut. Die Schränke sind aber so konzipiert, wenn ihr es von oben drückt, muss der Druck entweichen. Und wenn das kein Schreinerschrank ist, in extra stabil dick oder Aluminiumprofil mit Verstärkung und hin und her. Es kann passieren, dass die Platte sich oben ein Stück weit runterdrückt. Und dann passiert Folgendes, diese Tür fängt an zu schleifen. Das haben wir tatsächlich zwei, dreimal gehabt, dass die Leute sagten, ja, mit Schrank, Aquarium, da stimmt was nicht, die Tür schleift, Reklamation. Dann guckt man sich das an und sieht, da ist eine Matte drunter nachträglich gekommen. Und die presst ihren Druck nach unten weiter. Bitte, das bitte wollen nicht. Wir eben nicht. Wichtig. Ja, was haben wir noch, Philippe? Produktion, sagtest du ja gerade, ganz frisch. Es gibt so ein paar Indizien, ne? Ja, genau, einmal am Deckel. Hier haben wir eine kleine Nummer. Genau. Tatsächlich ist das Deckelprofil älter als das Aquarium. Genau, das ist quasi das Produktionsdatum dieses Profils. Also nicht des Deckels, der gemacht wurde, sondern wann das Profil gemacht wurde. Genau. Aber das ist natürlich ein Stück weit eine Ableitung, wie alt das sein könnte. Also Indiz Nummer 1 und Indiz Nummer 2. Dann haben wir am Aquarium selber eigentlich jetzt unten drunter, jetzt haben wir es natürlich abgemacht, um zu zeigen, gibt es auch nochmal eine Produktionsnummer und ein Produktionsdatum mit Sticker. Genau, den haben wir jetzt, wie gesagt, wie er schon sagte, abgemacht, von innen einmal reingeklebt, dass ihr das auch sehen könnt. Da kann der Hersteller erkennen, von wann dieses Aquarium ist und ihr könnt natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Also das ist jetzt eben ein ganz frisches Aquarium.
Ansonsten, das hier ist ein Profilschnitt, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Ihr seht also auch hier immer eine Schnittkante, die gesiegelt wird. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist produktionstechnisch so bedingt. Anders wäre es zum Beispiel bei Aqualux oder Aqua-Kando-Abdeckungen, die werden ja foliert und haben meistens nur eine Stoßkante. Das heißt, es ist überlappend, die Folierung. Aber hier bei diesen ist es eben so, dass ich aufgrund dieses Sägeschnitts habt ihr halt diese Sichtfläche, ist aber optisch völlig in Ordnung. Und die Durchführung hinten kann man sagen, die sind schon üppig. Hier kriegt ihr also locker. Mehr als ausreichend. Ja, du könntest theoretisch auf jeder Seite einen Außenfilter anschließen, ohne Probleme. Ja, ne? Definitiv. In den Schränken drin habt ihr zwei Abteile. Wollen wir das auch nochmal zeigen? Ja, Liebe? Klar. Ihr habt hinten auch eine Rückwand. Ne? Soll ich den auch mal aufmachen? Ja, mach mal auf. So, du mal auf, genau. Push-to-open-Technik, Einlagebrett. So, das heißt, über den Druckmechanismus Schrank auf, Schrank zu. Der Schrank besitzt Kunststofffüße, das heißt also keine verstellbaren Füße. Die Füße sind fix. Ja, ihr müsst also dafür sorgen, dass der Boden von Anfang an gut ausgewogen wurde. Ja. ABS-Kanten? ABS-Kanten, genau. Die Türen wie immer nach dem Aufstellen einstellen. Aber bitte nehmt euch Zeit, denn das Ganze sackt noch ein bisschen. Einstellen der Türen nach Befüllung ungefähr eine Woche danach. Was haben wir noch? Es gibt hier auch noch eine alte Proxima-Serie, ne? Wo die Schränke anders waren. Ja, ja. Woran erkennt man das denn? Tatsächlich an den Farben. Ne? Und an diesen Rillen, glaube ich. Und an den Rillen, genau. Also früher hatten die wirklich glatte Türen. Das Profil hier oben war gleich. Das Profil an die Kieselbände war auch gleich. Und hier ist ein Aluminium-Keil in der Mitte doch, glaube ich, ne? Im Schrank. Unten. Nein. War das nicht das Proxima? Nein. Welches war das dann? Das war das, das war die Scuba-Reihe. Das ist noch viel älter. Ah, stimmt. Da gab es auch eins mit dieser abgebogenen, dieses abgefahrene, ne? Scuba Bay oder wie es hieß, ne? Genau. Abgefahren. War ein starkes Teil. Die Schränke sind vom Aufbau sehr ähnlich. Es hat sich tatsächlich ein bisschen was an der Farbe geändert und an den Fronttüren. Genau. Wie es natürlich mit den Dekoren weitergeht, weiß man nicht. EM produziert in Deutschland, muss man wieder sagen, löblich. Top. Die sind natürlich mit den Dekoren eingeschränkt. Es wird auch nichts auf Maß gebaut. Also kommt manchmal auch die Frage, ne? Kriege ich ein anderes Maß? Nein, gibt es nicht. Das ist standardisiert. Das wäre so, als wenn ihr bei VW anruft und sagt, ich hätte den Golf gerne 5 cm länger. Das wird schwierig. Aber man kriegt auch Einzelelemente. Man kriegt nur den Schrank, man kriegt nur das Aquarium. Die Abdeckung alleine kriegt man, glaube ich, nicht. Es sei denn, man hat einen guten Fachhändler mit einem guten Draht zum Hersteller. Also wir haben eigentlich bis jetzt, würde ich sagen, wirklich fast alles besorgen können. Also es wird dann eher als Ersatzteil gesehen. Genau, aber grundsätzlich ist es machbar. Wichtig vielleicht auch mit diesen Scheiben hier, wenn die gereinigt werden, wo man darauf achten sollte auch, viele nehmen die gerne raus und stellen die auf dem Fußboden ab. Teppich vielleicht noch okay. Stellt ihr das auf dem Fliesenboden ab, egal wie vorsichtig ihr seid, ein kleines Körnchen auf dem Boden und ihr stellt die Scheibe ab, ihr habt dann schnell Abplatzungen. Und dann werden die irgendwann scharfkantig und wie so angefressen. Das wäre dann auch wirklich keine Reklamation, sondern da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr euch, wenn ihr die irgendwo hinlegt, möglichst plan hinlegt und die dann da safe liegen. Haben wir sonst noch was? Mir fällt noch was ein. Was denn? Erzähl. Süß- und meerwassertauglich? Nein, leider nicht. Sind nur süßwassertauglich. Ja. Ja, von Erben so freigegeben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie an der Verklebung liegt. Ich glaube, das sind andere Punkte, Schrank etc. Könnte sein, dass da irgendwelche Scharniere das nicht aushalten. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es kann natürlich auch sein, weil drin jetzt nicht diese Sicherheitsnaht ist mit Glaseinlage oder solche Spielchen vielleicht. Oder weil vielleicht auch eher Aquania extra hat für Marineeinsatz. Ja. Whatever, aber Fakt ist eben, Hersteller gibt die für Süßwasser. Es gab aber eine Proxima Meerwasserversion, das sollte man sagen. Genau, es gibt übrigens auch Proxima Scape, hatte der Philippe schon mal erwähnt am Rande. Es gibt die nämlich auch ohne Abdeckung, ganz pur, das heißt Schrank, Glasaquarium. Ist die Blende, die Kieselblende dann dabei, weißt du das? Nee, die ist nicht dabei. Die ist nicht dabei, nein. Und dann sind es auch die Weißglasaquarien, meine ich, ne, beim Proxima Scape. Genau. Gibt es das Proxima Scape denn in allen Größen? Ich meine nicht. Nein, es gibt nur eine Einheitsgröße, aber du kriegst tatsächlich auch Weißglasaquarien von denen in anderen Maßen. Ja. Das gibt es tatsächlich auch in Weißglas. Ja, und das muss ich wirklich sagen, ist mega verarbeitet. Die fand ich wirklich gut. Ja. Schliff war gut, Verklebung war gut, Verpackung war mega, das kaputt zu kriegen. Also von bis, also wirklich ein kleines 60er bis ein großes 1,20 Meter, meine ich, wäre es. Ja. Ist zu hoffen, dass der Hersteller da einfach dran bleibt und die Serie vielleicht weiter ausbaut. Das fänden wir wirklich gut. Hoffen wir drauf, das ist echt toll. Genau, aber wie gesagt, der Weg scheint der richtige zu sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Eindrücke von so einem schönen Proxima gewinnen. Wir werden sicherlich auch noch mal ein detailliertes Video machen zum Thema Inspiria, haben wir ja schon versprochen. Wir haben auch schon mal in einem Aquarium, was wir eingerichtet haben, mit dem Aqua-Owner das gezeigt. Video könnt ihr euch noch mal bei uns im Kanal angucken. Wir werden aber noch mal ein technisches Video machen zum Thema Inspiria. Genau. Seid gespannt. Bis dann. Die Jungs vom Aquadozoo. Jo.